Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Austria UFO Wochenschau. Diesmal mit folgenden Themen. Loose Leak. Teile des kommenden Buches von Lou Elizondo wurden vorzeitig geleakt. Und das ausgerechnet von Google. Amazonas Aliens. Brasilien scheint ein wirklicher Hotspot für UAPs zu sein, wie neue Berichte und Videos aus dem Amazonas belegen. Kirkpatricks neue Lügen. Der ehemalige Aero-Chef begab sich in die Höhle des Löwen und wurde angeknabbert. Mumien Mini-Update. Von Fingerabdrücken und verwachsenen Implantaten. Engaging the Phenomenon. Zwei umfassende Videos zum aktuellen Stand der Dinge. Weitere Videos. Noch ein paar Tipps zur sommerlichen Bewusstseinserweiterung. Wenn ein neues Buch erscheint, ist es nicht ungewöhnlich, schon zuvor einige Ausschnitte daraus zu publizieren. Manchmal nur ein Inhaltsverzeichnis, manchmal ein Probekapitel, eventuell das Vorwort. Meist jedoch nur ein paar Seiten. Vorgestern wurden nun aber Teile des von vielen schon freudig erwarteten Buchs Imminent von Lou Elizondo überraschend umfangreich ins Netz gestellt. Nicht etwa auf Reddit oder Twitter, nein, ausgerechnet Google Books veröffentlichte nicht nur das Inhaltsverzeichnis, nicht nur das gesamte und ziemlich umfangreiche Vorwort von Christopher Mellon, sondern dazu auch gleich mehrere Kapitel. Wobei nicht ganz klar ist, ob die Kapitel in ihrer Gesamtheit oder gekürzt veröffentlicht wurden. Aber so oder so ausgesprochen ungewöhnlich. Recht schnell kam der Verdacht auf, dass es sich um einen Leak, böse Absicht, aber zumindest um einen Irrtum handeln müsse. Ein Indiz dafür war, dass Elizondo selbst diese Vorveröffentlichung nicht angekündigt oder beworben hatte. Gestern folgte nun die indirekte Bestätigung dafür, dass die ganze Sache nicht autorisiert war. Nämlich einfach dadurch, dass der Link nicht mehr funktionierte. Das heißt, genauer gesagt, der Link funktionierte kurzzeitig nicht, jetzt geht er wieder, aber die Vorschau ist bis auf den Klappentext weg. Natürlich haben aber inzwischen schon jede Menge Leute alles gelesen, kopiert und teilweise auf Twitter und an anderen Stellen in Kopie veröffentlicht. In den Texten gab es durchaus bereits die eine oder andere aufsehenerregende Stelle. Aus journalistischer Sorgfaltspflicht werde ich hier jedoch nicht näher auf diese Inhalte eingehen. Oder nur sehr schaumgebremst. Das Buch erscheint ohnehin in wenigen Wochen und ein bisschen darüber zu berichten, ist wohl eher verkaufsfördernd als Geheimnisverrat. Also, zuerst hier ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis, das ich an dieser Stelle allerdings nicht weiter kommentieren werde. Wer mag, kann das Video stoppen und sich den Text genauer ansehen. Als nächstes die Zusammenfassung einiger erster Eindrücke aus dem Netz. Die meisten Kommentatoren meinten, sie seien angenehm überrascht über die Fülle der Inhalte und fänden das, was sie bis jetzt gelesen hatten, bereits sehr interessant und vielversprechend. Die wenigen kritischeren Stimmen unkten, dass in dem Buch wohl anscheinend doch nicht viel Neues oder zumindest nichts Spektakuläres zu finden sein werde. Ich persönlich gehe davon aus, dass ich in den 300 Seiten des Buchs von Elizondo zumindest eine Stelle finden wird, die tatsächlich dazu führt, dass sich die Waagschale weiter in Richtung Disclosure senkt. Eher sogar mehrere Stellen. Nun, die paar Wochen können wir sicher noch abwarten. Abschließend allerdings noch der Screenshot eines Zitats aus dem Buch,
das ich auch in Übersetzung vorlesen möchte. Einfach weil es so viele Dinge der letzten Jahrzehnte so klar auf den Punkt bringt. Roswell verankerte, wie diese Nation und alle anderen künftig auf zukünftige UAP-Vorfälle reagieren würden. Die US-Regierung verfasste dazu in den Stunden und Tagen nach diesem mysteriösen Vorfall in New Mexico das universelle UAP-Drehbuch. Erstens, gib nichts zu und leugne alles. Zweitens, erhebe Gegenvorwürfe. Drittens, berge die Teile des abgestürzten Fahrzeugs. Viertens, schaff die geborgenen Materialien unbemerkt an geheime Orte. Fünftens, arbeite im Geheimen daran, diese weit überlegene Technologie zurückzuentwickeln. Interniere alle Wissenschaftler und Ingenieure, die in die Nähe des geborgenen Wracks kommen. Sechstens, schüchtere Zeugen ein, damit sie nichts sagen. Diskreditiere diejenigen, die nicht mitspielen. Lass sie verrückt aussehen. Stell Entführungsopfer als Bauerntölpel oder ruhmgeile Betrüger dar. Stigmatisiere externe Forscher, die versuchen, auf intelligente Weise die Wahrheit herauszufinden. Stigmatisiere das Thema. Siebtens. Drohe jedem, der auch nur ein einziges Wort zu diesem Thema sagt, mit dem US-Spionagegesetz und dem Versprechen, jeden hinzurichten, der sich seinem Geheimhaltungseid widersetzt, indem du ihn daran erinnerst, was Julius und Ethel Rosenberg passiert ist, weil sie Atomgeheimnisse an die Sowjetunion verkauft haben. Letzteres bezieht sich auf die Hinrichtung der beiden berühmten Spione auf dem elektrischen Stuhl. Deutliche Worte. Und sie kommen von jemandem, der das alles, nach allem, was wir über ihn wissen, besser weiß als jeder andere. Inzwischen hat Lou Elizondo übrigens auf Instagram für den 22. August eine öffentliche Live-Stellungnahme anlässlich der Präsentation seines Buches angekündigt. Links in der Beschreibung. Es bleibt spannend. Ganz Südamerika ist offenbar ein heißes Pflaster für UFO-Aktivitäten aller Art, besonders Brasilien. Man denke nur an den berühmten Varginha-Fall, den James Fox in seiner umfangreichen Dokumentation Moment of Contact eindringlich dokumentiert hat. Außerdem gehört das brasilianische Parlament zu den wenigen weltweit, die bereits ein öffentliches UFO-Hearing hatten und auch schon eigene UFO-Gesetze beschlossen haben. Berichte von ungewöhnlichen Vorfällen, wie etwa dem großen Colares-Fall, gibt es hier seit Jahrzehnten immer wieder. Nicht zuletzt aus dem Amazonas. Diese sind freilich besonders schwer zu verifizieren, da viele Teile dieses immensen Urwaldgebiets auch heute noch sehr schwer zu erreichen sind. Dennoch beschloss einer der führenden UFO-Forscher Brasiliens, Ronny Vernet, kürzlich den Berichten von regelmäßig auftauchenden Orbs in einer abgelegenen Gegend nachzugehen. Um das Vorhergesagte zu unterstreichen, obwohl er bereits in Brasilien startete, brauchte Vernet 24 Stunden mit Flugzeug, Auto, Schiff und zu Fuß, um den gesuchten Ort zu erreichen. Das und noch viel mehr über eine Reihe völlig unterschiedlicher Phänomene erzählte er in einem langen Interview mit Ross Coulthard auf News Nation. Ich empfehle sehr, sich das ganze Video selbst anzuschauen. Hier nur ein paar Highlights im Überblick. Schon in der ersten Nacht, noch bevor er seine Instrumente installiert hatte, hörte Ronny auf einer ersten Erkundung im Urwald seltsame Geräusche, die definitiv nicht dorthin gehören. Etwa das Geräusch von Möbelrücken oder Schritten auf Parkettböden. Weder er noch seine indigenen Begleiter konnten diese Geräusche erklären und sie waren auch nicht mit irgendetwas kompatibel, was sonst im Urwald zu hören ist. Schon während des Aufbaus
seiner unterschiedlichen optischen und sonstigen Geräte kam es zu ersten Begegnungen mit Orbs. Meist orange und unterschiedlich groß, gelegentlich wechselten sie auch die Farbe. Einige waren am Himmel zu sehen, einige in der Nähe, zwischen den Blättern der Bäume, und eines flog sogar mitten durch das Dorf der Ureinwohner. Vieles davon wurde von Vernet gefilmt, teilweise bereits in Reality Check präsentiert, teilweise später auf seinem Twitter-Feed. Diese Videos werden auch ständig ergänzt, unter anderem, weil seine Geräte noch immer vor Ort und aktiv sind und via Starlink weitere Daten übertragen. Die Orbs tauchten auch immer zur gleichen Uhrzeit auf, nämlich am frühen Abend, und die Ältesten des Stammes berichteten, sie kämen aus einer Art Portal, das sich in einem alten Baum befände. Besonders spannend ein Fall, bei dem Ronny Vernet einen in der Nähe fliegenden Orb mit seiner eigenen Kameradrohne verfolgte. Während er und auch seine indigenen Helfer die Leuchtkugel permanent mit bloßem Auge sehen konnten, nahm die Kamera der Drohne, die weniger als ein Meter von dem Objekt entfernt war und es immer wieder umkreiste, nichts davon auf. Was im Zusammenhang mit dem Versuch, UFOs zu fotografieren und zu filmen, ein durchaus bekannter Effekt ist. Wie gesagt, am besten, man sieht sich das ganze Gespräch und die weiteren Videos auf Twitter selbst an. Da kommt garantiert noch mehr. Und Vernet hat auch angekündigt, im Herbst wieder persönlich hinzureisen. Ross Coulthard bot darauf spontan an, ihn zu begleiten. Und Ronny stimmte zu. Mal sehen, ob das zustande kommt. Wenn ja, bin ich auf diesen Bericht mehr als gespannt. Über die Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit von Ronny Vernet kann sich jeder selbst ein Bild machen. Aber wie jemand auf Twitter bereits kommentierte, jemand, der eine derart teure Ausrüstung inklusive eines Starlinks einfach so im Amazonas zurücklässt, ist zweifellos ernsthaft entschlossen. In der letzten Wochenschau hatte ich angemerkt, dass ich mir den neuen Gesetzesentwurf des US-Senats noch nicht ganz durchgelesen hätte, aber das noch tun würde. Nun, ich habe zwar immer noch nicht, kann aber darüber berichten, dass er sowieso praktisch wortgleich zu dem Gesetz vom vorigen Jahr ist. Und das mit Absicht. Denn damals wurde der Entwurf einstimmig angenommen. Und das ist auch diesmal das Ziel. Die wesentlichste Änderung ist offenbar, dass er jetzt nicht mehr Schumer-Rounds-Entwurf heißt, sondern Rounds-Schumer-Entwurf. Nun gut. Ähnlich geht es mir mit dem neuen Interview mit Dr. Sean Kirkpatrick, dem wunderbaren Dr. Kirkpatrick. Ich habe davon bisher nur Ausschnitte gesehen und einiges darüber gelesen. Ich werde es mir allerdings irgendwann einmal doch noch in ganzer Länge ansehen müssen, fürchte ich. Das Interessanteste daran, jedenfalls meiner Meinung nach, ist jedoch bereits die Tatsache, dass es überhaupt stattgefunden hat. Nach seinem letzten Interview-Debakel mit Stephen Greenstreet, also jemand, der ihm eigentlich wohlgesinnt war, dieser Kanal hat ausführlich berichtet, hatte der ehemalige Leiter von Arrow nämlich angekündigt, keine Interviews zum Thema UFOs mehr zu geben. Nun tat er das aber doch. Und diesmal sozusagen auf feindlichem Territorium. Denn Marek von Rennenkampf ist als Journalist bekannt für seine investigative Arbeit und seine vehemente Verfolgung von Disclosure. Wieso also Dr. Kirkpatrick, der wunderbare Dr. Kirkpatrick, dem zugestimmt hat, ist eigentlich unerklärlich. Zwei Motive halte ich allerdings für möglich. Erstens,
Das Pentagon hat aktuell niemanden, außer deren Pressesprecherin, der sich öffentlich aktiv zu dem Thema äußert. Nicht einmal der neue Interimsleiter von Arrow tut das. Warum auch immer. Also schicken Sie weiterhin Dr. K. voran. Zweitens, das Ego und die überbordende Überheblichkeit, mit der der liebe Doktor versucht, jeden abzuspeisen, der auch nur irgendetwas Exotisches hinter dem Phänomen vermutet. Etwas, das er zu genießen scheint. Damit geriet er allerdings bei Rennenkampf an den Falschen. Elegant zerlegte dieser die Argumente des Ex-Direktors schon während des Gesprächs. So meinte dieser in Bezug auf eines der drei Navy-Videos, hier müsse man den Abstrahleffekt der Sonne mit einbeziehen, worauf Rennenkampf sofort nüchtern einwarf, die Aufnahme sei aber nach Sonnenuntergang gemacht worden. Der liebe Doktor musste ihm missmutig zustimmen. Ein anderer Disput ereignete sich rund um eine weitere Aussage von Dr. Kirkpatrick, dem wunderbaren Dr. Kirkpatrick, in der er süffisant erklärte, eine andere Sichtung sei bereits von der NASA gründlich widerlegt worden. Darauf meinte Rennenkampf, ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet, dass die NASA-Untersuchung einen wichtigen Faktor, nämlich die Windgeschwindigkeit, ausgelassen hätte. Und das sei ein schwerwiegender Fehler. Worauf der liebe Doktor zurückzog und behauptete, nun, er hätte sich die Analyse der NASA nicht angesehen. Was im Nachhinein von Rennenkampf als glatte Lüge, also eine weitere glatte Lüge, entlarvt wurde, da Kirkpatrick in früheren Interviews erzählt hatte, genau mit dieser Studie genau vertraut zu sein. Was jedenfalls in jeder Minute auch dieses Interviews wieder einmal herüberschwappte, war eine unglaubliche Arroganz und wegwerfende Haltung des Ex-Chefs der amerikanischen UFO-Behörde dem Thema UFO gegenüber. Wäre ich nicht bereits misstrauisch? Allein das würde mich misstrauisch machen. Überhaupt scheint es die Taktik des lieben Doktors zu sein, das Thema als möglichst uninteressant darzustellen, geradezu langweilig. Mit großer Wahrscheinlichkeit einfach deswegen, um noch weiter davon abzulenken. Eine interessante Neuigkeit kam allerdings doch noch bei dem Gespräch heraus. Dr. K. ließ durchblicken, dass er und seine Behörde Arrow mit daran beteiligt gewesen wären, den Schumer-Gesetzesentwurf im vorigen Jahr zu verhindern. Zumindest hätten sie den entsprechenden Komitees empfohlen, es abzulehnen. Auf die Frage, warum, antwortete Dr. Kirkpatrick, der wunderbare Dr. Kirkpatrick, dass sie es als redundant empfunden hätten, weil ja sowieso schon Arrow vom Kongress mit der Analyse aller geheimen UFO-Daten betraut sei. Nun gut, der Unterschied ist allerdings, dass Arrow als Teil des Pentagons damit beauftragt ist, Geheimnisse aus dem Pentagon herauszufiltern, während das neue Gesetz eine unabhängige Gruppe von Personen vorsieht, um diese Aufgabe zu übernehmen. Mal nachdenken. Wer ist glaubwürdiger? Eine Behörde, die sich selbst untersucht, oder Berichte über eine Behörde, die aus externen Quellen stammen? Laut Arrow offenbar das Erstere. Wer möchte, kann sich gerne das ganze Interview anhören. Ich werde es, wie gesagt, vermutlich auch irgendwann einmal tun. Seufz. Sollte sich jedenfalls so oder so etwas Neues daraus ergeben, wird an dieser Stelle natürlich darüber berichtet. Wie hier schon öfter erwähnt, gibt es vor allem zwei Stellen, an denen man sich sehr umfassend aktuell
und immer wieder überraschend über die neuesten Entwicklungen rund um die Trockenleichen aus Nazca informieren kann. Zum einen auf dem Twitter-Feed von Nazca Mummies, zum anderen auf dem YouTube-Kanal Cosmic Road. Bei beiden gibt es fast täglich Neuigkeiten zu diesem Thema. Manchmal medizinische Neuentdeckungen und Analysen, manchmal auch Anekdotisches. So hat angeblich der anonyme Finder der Mumien berichtet, dass er und seine Begleiter in den Tiefen der Höhle auch auf lebende Wesen gestoßen seien, die den Mumien geähnelt hätten. Eine im Endeffekt nicht sehr gesunde Begegnung für die Forscher. Wer mehr darüber hören möchte, Link dazu in der Beschreibung. Weniger fantastisch sind neue medizinische Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass die vielen Implantate in den Wesen nicht nur mit dem Gewebe verwachsen waren, sondern offenbar auch mit diesen funktional interagiert hätten. Darauf würde die Art der Verbindung hinweisen. Was immer auch diese Implantate im Körper tatsächlich bewirkt haben. Ein faszinierender Nebenaspekt dieser Analyse ist jedenfalls, dass die Implantate eindeutig mit dem Gewebe verwachsen sind und damit einen deutlichen Beleg dafür liefern, dass sie nicht nachträglich eingesetzt wurden, was eine Fälschung ausschließen würde. Eine weitere Veröffentlichung betrifft die Fingerabdrücke der Wesen. Laut dem untersuchenden Mediziner seien diese komplett parallel und glichen keiner bekannten Spezies auf der Erde. Was wiederum eine Fälschung durch verschiedene Tierteile ausschließen würde. Und welcher Fälscher würde sich die Mühe machen, vielleicht auch noch die Finger- und Zehenkuppen seiner Bastelei zurechtzuschnitzen? Ein weiterer Forscher, der amerikanische Paläontologe Cliff Miles, ließ verlauten, dass er seine frühere These, aufgrund der DNA-Untersuchungen handle es sich um Außerirdische, da mit nichts auf der Erde vergleichbar, nicht mehr aufrechterhalte. Eine gründliche Analyse aller verfügbaren Materialien, aller Mumien, hätte ihn zu einem weitaus faszinierenderen Ergebnis gebracht. Zu welchem genau, ließ er noch nicht verlauten. Aber er plane eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Peer-reviewed. Ja, ich finde das alles genauso verwirrend und oft widersprüchlich wie wohl viele. Aber das Gute ist, im Gegensatz zu mündlichen Berichten oder Radaraufnahmen gibt es diese Wesen wirklich, real. Und man kann sie genau untersuchen. Die Hoffnung, dass wir also irgendwann einmal sinnvolle und definitive Antworten erhalten, besteht also weiterhin. Wer sich selbst weiter informieren möchte, alle Links in der Beschreibung. Nun zu ein paar Videotipps. Zwei davon möchte ich ein bisschen genauer vorstellen. Jim Samivan, Ex-CIA-Agent, Mitbegründer der To the Stars Academy von Tom DeLonge und seitdem sein engster Mitarbeiter, beteiligt an der Veröffentlichung der ursprünglichen drei Navy-Videos und dazu noch selbst Experiencer, ja sogar Entführungsopfer, gemeinsam mit seiner Frau, gab vor kurzem ein langes und ausführliches Interview zu allen aktuellen Themen rund um UAPs. Nun, wer vielleicht aufgrund dieser Kurzvorstellung vielleicht etwas skeptisch reagiert, sei es aufgrund der Nähe zum Geheimdienst, sei es aufgrund des kommerziellen Aspekts von TTS, sei es, weil Entführte immer noch schief angesehen werden, dem kann ich nur sagen, ich habe das Interview als offen, ehrlich und sehr informativ empfunden. Und mein Bullshit-Detektor hat nie angeschlagen. Besonders glaubhaft finde ich, dass Samivan immer wieder betont, auch nicht zu wissen, was das alles bedeutet,
wer die Besucher sind und was sie vielleicht wollen. Leute, die nicht behaupten, sie wüssten alles ganz genau, finde ich nämlich immer besonders glaubhaft. Darüber hinaus hatte er viel Faszinierendes zu sagen. Über Politik, über Geheimdienste, über Aufdeckung, eigentlich über alles. Manches davon bekannt, dann aber oft mit einer frischen Perspektive, vieles aber auch nicht. Wie etwa, dass er, obwohl bereits CIA-Agent, erst in die UFO-Sache hineingezogen worden wäre, als seine persönliche Begegnung innerhalb der Agentur bekannt wurde. Er wurde nämlich daraufhin zu einem inneren Kreis gebracht, lange interviewt und medizinisch untersucht. Laut seinen Aussagen gibt es nämlich eine Gruppe von Entführten, die von den Geheimdiensten auch langfristig medizinisch untersucht werden. Er werde das noch immer. Tja, nur eine der erstaunlichen und vor allem sehr erhellenden Aussagen von Jim Samivan. Ich kann das Video nur von ganzem Herzen empfehlen. Ein wenig von dem, was Samivan in seinem Interview gesagt hat, habe ich auch in meine neue Folge von Nachspiel, dem Langformat auf diesem Kanal, übernommen. Und das ist meine zweite Videovorstellung. Mein Ziel war dabei, das Thema ebenfalls umfangreich abzuhandeln, aber Punkt für Punkt, mit der Absicht, umfangreich darzustellen, was wir bereits alles wissen. Und das ist gar nicht zu wenig. Hier ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis. Mehr möchte ich in Sachen Selbstbewerbung nicht sagen. Außer vielleicht noch, dass es das bisher erfolgreichste Video auf meinem Kanal ist. Link zu beiden jedenfalls in der Beschreibung. Nun noch zu weiteren Videos in Kurzvorstellung und einer Ankündigung. Wer nach der Konsumation der eben empfohlenen Videos immer noch ein paar Stunden Zeit hat, hier sind ein paar weitere interessante Kandidaten. Sozusagen als Fortsetzung zum Interview mit Jim Samivan kann man sich etwa das eines weiteren TTS-Mitarbeiters auf Engaging the Phenomenon ansehen. Der Autor Peter Levander, der soeben den dritten Band der Sachbuch-Trilogie Secret Machines herausgibt, spricht ausführlich über die Verschleierung und Instrumentalisierung des UFO-Wissens durch die Geheimdienste und Militärs. Das Video bietet viele interessante Informationen und nachdenklich machende Denkansätze. Danny Sheehan zu lauschen ist immer empfehlenswert, auch in seinem neuesten Auftritt bei That UFO Podcast. Zwar erzählt er auch diesmal wieder viel Bekanntes, aber doch auch einiges Neues, insbesondere rund um geplante Gesetzgebungen. So habe ich von ihm die Information, wieso das neue Schumer-Gesetz genauso aussieht wie das alte. Im Gespräch ist aber auch noch von einem weiteren Gesetz die Rede, das nicht nur Whistleblower intensiver beschützen soll, sondern auch Überläufern ganz konkrete Amnestieangebote macht. Wenn es dazu mehr zu sagen gibt, werde ich hier berichten. Inzwischen kann man sich Sheehans Darstellung dazu anhören. Auch Avi Loeb hat in der letzten Zeit wieder neue Interviews gegeben und über die Fortschritte seiner Arbeit berichtet. Wie etwa, dass seine Himmelsbeobachtungen bereits mehrere Kandidaten für UAPs erbracht hätten, sie aber noch nicht so streng verifiziert werden konnten, dass er sie veröffentlichen würde. Was mich als langjähriger Beobachter von Professor Loeb aber auch fasziniert, ist, wie sehr er sich immer mehr für die Möglichkeit von real existierenden Aliens und geborgenen UFOs zu erwärmen scheint. Er betont zwar immer, dass er es erst sehen müsse, um es zu glauben, aber man hört ihm deutlich an,
dass er diese Dinge inzwischen nicht mehr nur für möglich, sondern sogar für wahrscheinlich hält. Links zu allen Videos in der Beschreibung. So, bevor ich zu der angekündigten Ankündigung komme, wieder einmal meine ernst gemeinte Bitte, auch dieses Video zu liken, auch diesmal wieder zu kommentieren, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, und ihn weiter zu verbreiten. Wie ich den Reaktionen unter den Videos entnehme, gibt es nämlich immer wieder Leute, die erst jetzt von dem Kanal erfahren und äußerst erfreut über seine Existenz sind. Ich gehe davon aus, dass es von dieser Kategorie Mensch noch mehr gibt. Helft mir bitte dabei, sie zu erreichen. Und wer mag, kann den Channel auch direkt unterstützen. Durch Super Thanks, dem Kaufen von Merch oder durch eine Kanalmitgliedschaft. An dieser Stelle dazu gleich ein herzliches Dankeschön an die neuen Kanalmitglieder Haggis Hunter und Area 69. Um erneut einen Kollegen zu zitieren, Kanalmitglieder sind Rockstars. Nun die Ankündigung. Nach einer umfangreichen Umfrage im Community-Bereich und langem Grübeln und Beraten habe ich beschlossen, diesen Kanal demnächst umzubenennen und auch mit einem neuen Logo zu versehen. Einfach, um ihn ein bisschen moderner, schicker und weniger geografisch zu positionieren. Sonst bleibt aber alles gleich versprochen. Und falls nicht, informiere ich euch rechtzeitig. Mehr über den neuen Namen und das neue Logo möchte ich jetzt noch nicht verraten, aber wer den Kanal abonniert, erfährt davon frühzeitig im Community-Bereich. In diesem Sinne, genießt den Sommer, immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.